Was für eine Nacht. Egal, ab ins Krankenhaus. Meine Ohren klingeln immer noch von dem Lärm gestern. Jetzt gerade wirkt aber alles ruhig, seltsam. Ich ahne Schreckliches. Hatten wir nicht einen Schal? Haben wir unseren Schal verloren? Niemand hier. Aber warum ist denn Herbst? Es war doch gerade Winter. Die Stadt ist wie ausgestorben. Also, von dem Winter ist jetzt nichts mehr zu sehen. Träumen wir? Ist es ein Traum? Ich bin sehr verwirrt. Warum ist wieder Herbst? Die neuen Jahreszeiten. Nur jetzt, nur hier. Herbst, Winter, Herbst. Oder so. Wobei, jetzt mit dem Sommer haben wir es ja auch. Sommer, Herbst, Hochsommer. Das ist weird. Frauke ist auch nicht da. Frauke ist auch nicht da. Krass. Nanu, wo ist denn Frauke? Hier liegt nur ein Bündel Zweige mit einem Zettel dran. Hey Finley, der Wohnwagen hat nicht gereicht für mich und meine Schwester. Wir sind in eine größere Wohnung gezogen, in Fuchstal, weit weg. Ich habe dich alles gelehrt, was ich weiß. Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut. Und viel von dir gelernt, Flussmeister Finley. Werde dich und den Fluss vermissen. Leb wohl, Frauke. PS? Ich hoffe, du hast Freunde, mit denen du zusammenhalten kannst, wenn die Strömung zu stark wird. Das ist ein voll schöner Satz. Bezogen auf die Flussgedanken der beiden. Ich nehme mal wieder den anderen Controller, ja. Weil hier beide liegen und das ist doof. Und der neue fühlt sich cooler an. Gut, aber der andere funktioniert einwandfrei. Ja, hat jetzt kein Problem, wo ich gesagt hätte, der hat nicht Hast reagiert du oder dann so. auch die Taste öfter, also diese Sprechen, Taste öfter drücken? Ja. Ist die X-Taste ist am meisten. Bei dem Spiel und ich glaube bei Breath of Fred war es auch so. Wir können nicht Bus fahren? Das ist sehr seltsam. Alles sehr seltsam hier. Doch, wir können Bus fahren. Wir fahren mal Bus. Wir fahren mal Bus. Wenn wir es schon können. Der Bus hat ein Y vorne gehabt. Die Scheibenwische. Wische. Was ist denn gerade los? Ein Krankenwagen. Noch ein Krankenwagen. Uff. Eigentlich ist die Krankenwagenzufahrt doch am Hintereingang. Ja, ich wundere mich auch gerade. Oh mein Gott, es ist sehr chaotisch. Da liegen überall Schilder und Müll und Absperrbänder. Oh mein Gott, ach du meine Güte. Mein Bauch brennt wie Feuer. Ich glaube, ich kippe gleich um. Ingrid, was? Finley, ich kann jetzt wirklich nicht quatschen. Wir werden gerade überrannt. Die Stationen sind so gut wie voll. Es kommen immer mehr Leute mit denselben Symptomen. Ich versuche gerade, mehr Betten zu organisieren. Mach dich nützlich. Ab auf deine Station. Okay. Alter, was ist das für Zustände? Das ist so süß, der sieht aus, als würde er die ganze Zeit seinen Bauch halten. Also, dabei ist es ja sein Mund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schön voll hier. Wie war die Nacht? Frag nicht, frag nicht. Ich habe mehr Kaffee als Blut im Körper. Willst du nicht mal Pause machen? Nein, nein, Pause machen wir später. Wir sollten uns alle im Pausenraum versammeln. Dr. Krokowski hat etwas zu sagen. Das kommt mir sehr gelegen. Ich wollte mir eh gerade einen Kaffee holen. Noch einen Kaffee? Eieiei. Wer ist schneller? Ich oder du? Sie hat gewonnen. Er seht ja auch, dass alles so viel dunkler und trister ist. Das ganze Bild ist irgendwie verändert. Das ist sehr krass. Hallo Chess, einen wundervollen, guten Abend und schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Guten Morgen. Ich möchte Ihnen nur kurz etwas mitteilen. Dr. Krokowski sieht sehr müde aus. Waren Sie überhaupt nicht zu Hause?
Sie sind inzwischen ein wenig schlauer, brauchen jedoch etwas Zeit. Das Bakterium ist aggressiv. Wir konnten es ein wenig eindämmen, jedoch kommt es nach wie vor manchmal zu inneren Blutungen. Das sind ja super Aussichten. Miau! Immer die richtige Anzahl Miau. Keine Ahnung, was mache ich denn jetzt weiter? Oh mein Gott, Chess, schon 130 Crocs haben, wie cool! Freut mich mega. Aber darum habe ich sie nicht hergebeten. Wie sie vielleicht bemerkt haben, oh Chess, hast du die Rage-Stunde mitgemacht? Bist du deswegen jetzt wieder da? Wie sie vielleicht bemerkt haben, sind die Stationen voll. Zudem haben wir bereits einige Krankheitsfälle in der Belegschaft. Wenn im Laufe noch mehr Personen aufgenommen werden, haben wir unsere Grenze erreicht. Ist die nicht schon erreicht? Ja, ich war Raiden. Oh, wie schön, freut mich. Das freut mich. War vorhin einkaufen und habe da ein bisschen Pokémon gefangen. War aber vor der Raid-Stunde. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir im Zweifel Personen abweisen müssen. Aber, ja, ich weiß. Auch für mich ist das neu. Aber wir haben keine Wahl. Sie werden bereits auf weitere Krankenhäuser im Umland verteilt. Aber das nächste Krankenhaus ist über eine Stunde Autofahrt entfernt. Behandeln können wir sie hier nicht mehr. Ich möchte, dass Sie diese Information zur Kenntnis nehmen. Wir können doch die Leute nicht einfach wieder auf die Straße schicken. Sie wissen doch, dass die Leute wirklich vielleicht ernsthaft krank sind. Wir. Dr. Theobald? Nee, Karl, okay. Einen Moment, Dr. Gukowski. Karl, was machen Sie denn, Karl? Sie wissen, dass Sie aktuell nicht befugt sind, hier zu sein? Ja, ja, bla bla. Jeder Luftkopf hat mitbekommen, dass das Krankenhaus ist allen netten Platz. Scheinbar, sonst wären Sie ja jetzt nicht hier. Oh mein Gott, was eine kluge Antwort. Ich kann mir doch nicht einfach angucken, wie hier die Leute abnippeln. Karl! Ganz genau. Und nur wegen einer dummen Beurlaubung lasse ich euch doch nicht hängen. Was soll denn schon passieren? Dr. Theobald hat sich in Luft aufgelöst. Soll er doch kommen und mich eigenhändig hier wieder rausschmeißen. Und was ist Ihr Plan? Wollen Sie sich ein zweites Krankenhaus aus dem Ärmel zaubern? Das muss ich gar nicht. Die Station im fünften Stock. Dr. Kokowski, wir können Sie wieder in Betrieb nehmen. Da oben ist jede Menge Platz und die meisten Betten stehen auch noch da. Die Station wurde seit Jahren nicht in Betrieb genommen. Und die bessere Option ist es, die kranken Leute wieder nach Hause zu schicken. Nun gut, ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber nun sind eh schon alle hier. Bringen Sie die Station im fünften Stock so schnell es geht zum Laufen. Ich werde Karl dabei helfen. Wundert mich nicht, dass Sie sich direkt freiwillig melden. Was ist das für ein abschätziger Satz? Ich gehe ins Labor zu Dr. Halil und hoffe, dass er gute Neuigkeiten hat. Mia, Sandra, ich gebe euch diese Station in die Hand. Kriegt ihr das hin? Ja. Eine Kleinigkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Zack, zack. Na dann los, Finley, wir schauen uns die Station oben mal an. Ich bin gespannt, ob wir was rausfinden. Ich bin heute Level 35 geworden. Wie cool. Das freut mich mega. Ich haxle auf Level 40 rum. Und muss irgendwie 50 oder 100 Raids oder so schaffen. Diese Bedingungen, die man dann auch noch zum Ableveln braucht. Und die absurde Menge an XP nimmt einem fast ein bisschen die Lust am Spiel. Aber zum Glück nur fast. Musik ist direkt schon bedrohlich. Uah. Meinst du wirklich, wir kriegen das hin? Bestimmt, hier liegt eine Menge Müll rum und wir haben keinen Strom. Aber wenn wir zusammenarbeiten, kriegen wir das ruckzuck in den Griff. Es muss ja nicht für Jahre funktionieren, nur bis diese Welle überstanden ist. Ich schaue mir die Krankenzimmer an. Kümmere du dich um den Gang. Wir müssen hier keinen Preis für die beste Inneneinrichtung gewinnen. Nur so, dass wir durchkommen. Alles klar. Was für ein krasser Notfall das jetzt einfach so geworden ist. That escalated quickly, könnte man sagen. Und ich kann auf wundersame Art und Weise aufbauen. Ich meine, das Gute ist ja, dass es aktuell 4-mal Fang-XP gibt und 4-mal Fang-Sternstaub. Echt? Jetzt habe ich das so übersehen. Okay, das ist cool. Ohne Items, einfach so. Oh. Das sieht doch aus wie neu. Warum haben wir diese Station überhaupt aufgegeben? Hat doch einen schönen rustikalen Charme. Vielleicht wegen dem üblen Schimmelbefall? Der ausgemusterten Technik? Dem dicken Staub, der überall liegt? Ach ja, ja, hab's ja kapiert. Der Staub kam übrigens erst später dazu. Also gut, soweit haben wir alles.
Was noch fehlt, ist Strom. Damit kenne ich mich aus. Ich habe mal den Stromkasten in der Chirurgie behandelt. Ich befürchte, diese Station hat keinen Stromkasten. Diese Station ist so geblieben, wie sie ist, als die anderen renoviert wurden. Ich nehme an, die Sicherung für die Station ist unten im Keller. Das ist der Hauptverteiler. Ich gehe nach unten und schalte den Strom an. Gut, ich fange schon mal an, um die Betten und Zimmer zu befüllen. Unten warten schließlich genug Leute. Okidoki. Ach, hier ist gar kein Aufzug. Ja, das ist Teil von der Paldea Adventure, vom Paldea Adventure Event. Wie cool. Ne, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber das lohnt sich tatsächlich. Wenn man dann noch Items benutzt, dann müsste man ja einen ziemlich krassen Multiplikator haben, oder? Oder? Oh, die Musik ist bedrohlich. Wo könnte der Stromkasten sein? Wir gucken mal hier unten. Sieht nicht gut aus. Phil, einen wundervollen, cuten Abend. Und schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo. Ja, da ist der Stromkasten. Hier ist auch wieder zu. Hier. Aha. So, das war's auch schon. Ich fühle mich langsam bereit für meine Meisterprüfung als Elektriker. Jetzt schnell wieder nach oben. Karl ist dort auf sich alleine gestellt. Kann ich noch zumachen? Nee. Na dann. Ich habe gestern während der Spotlight-Hour noch ein Glücksei benutzt. War schon nice. Okay, das ist cool. Oh mein Gott, Dr. Theobald ist wieder da. Das ist doch Dr. Theobald. Was fällt Ihnen ein? Wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Ja, ja, ich weiß es. Darum bin ich hier. Bitte hören Sie mir nur einen Moment zu. Ich muss weg. Ich konnte nicht mehr hierbleiben. Ich nehme die volle Verantwortung auf mich. Ich wollte immer nur das Beste für das St. Ursula, das müssen Sie mir glauben. Vor einigen Jahren bekam ich den Posten des Chefarztes, jedoch nicht ohne Hilfe. Roman Heidrich hatte damals schon viel Einfluss auf das Krankenhaus. Er bot mir im Zuge einer Umstrukturierung die Stelle des Chefarztes an. Damals dachte ich, das sei der beste Weg, aktiv dem Krankenhaus zu helfen. Ich war noch zu jung und hatte die Stelle nicht verdient. Aber ich habe mitgemacht und Roman hat meinen Vorgänger für mich verdrängt. Wir hatten große Pläne. Das klingt aber eher so nach Endboss. Am Anfang lief alles ausgezeichnet. Doch Roman machte mir mehr und mehr Druck. Er hatte eigene Interessen. Und er machte vor mir auch kein Geheimnis daraus. Er kam mit kuriosen Ideen zu mir, wollte mehr und mehr Geld aus dem Krankenhaus ziehen. Als ich mich weigerte, fing er an, mich zu erpressen. Ich musste Rechnungen, Bestellungen und andere Nachweise für ihn unterzeichnen. Andernfalls würde er unsere Vereinbarung auffliegen lassen. Und ich wäre als Chefarzt für alles verantwortlich gewesen. Darum habe ich mitgemacht, zum Wohle des Krankenhauses. Als jedoch der Fokus der Öffentlichkeit immer mehr auf uns gerichtet war, da hat Roman kalte Füße bekommen. Er machte sich aus dem Staub und riet mir, dasselbe zu tun. Früher oder später würde seine Wäsche auffliegen. Und so ist es ja auch gekommen. Doch ich konnte das Krankenhaus in so einer Notlage nicht alleine lassen. Ich werde für das, was ich getan habe, gerade stehen. Es tut mir alles so leid. Ich hätte nie... Oh, okay. That escalated quickly. Reißen Sie sich zusammen. Gucken Sie sich doch mal an. Ich bin so wütend, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Wenn Ihnen wirklich etwas an uns und dem St. Ursula liegt, dann bewegen Sie sich und helfen Sie der Belegschaft. Und zwar jetzt. Wir haben keine Zeit für Ihr Rumgeheule. Aber ich... Okay. Dr. Kukowski, was ist hier los? Finley, was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie sind im 5. Wie auch immer, der Strom ist ausgefallen. Vielleicht haben wir das Netz überlastet. Das Krankenhaus wird über Notstrom betrieben. Ich spreche mit Gregor. Wir werden das Problem schnell in den Griff bekommen. Und ich werde mich versichern, dass alle Stationen arbeiten können. Finley, gehen Sie bitte auf unsere Station. Sehen Sie nach mir und den anderen. Was mit Karl? Karl ist äußerst erfahren. Er wird ein paar Minuten ohne Sie auskommen. Ich komme gleich dazu. Verstanden. Okay, okay. Es ist nichts mehr mit entspannt und ruhig und toll und hier so, ne? Es ist stressig geworden. Ah, wunderbar. Ja, ich muss mir jetzt aber trotzdem die Zeit nehmen, auf Toilette zu gehen, ne? So viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Dann bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Und habe auch wieder eine lange Hose an. Es ist irgendwie so genauso die Uhrzeit, so kurz vor 7:30. Da wird es ein bisschen kälter. So lange müssen sie sich jetzt noch gedulden. Die sich jetzt noch gedulden. Ja, so ist das halt. So viel Zeit muss sein, dass man nochmal auf Toilette gehen kann.
Mia, der Strom ist ausgefallen, als ob sie es nicht wüsste. Hä? Okay, danke für die Info. Ja, das sehe ich wohl. Beziehungsweise sehe ich nicht besonders viel gerade. Kommt ihr hier klar? Braucht ihr Unterstützung? Es geht, wir kommen schon klar. Sandra hat die Station voll im Griff. Wo ist Dr. Kokoski? Sie schaut nach, ob alle Stationen versorgt sind. Dr. Theobald kümmert sich um den Stromausfall. Dr. Theobald, was sagst du? Ja, er ist wieder da. Ich habe ihn gerade getroffen, als er sich von Dr. Kokoski vor Dr. Kokoski erklärt hat. Er war... No! Nein! Ach du, that escalated quickly. Der Strom ist ausgefallen. No shit, Sherlock. Du, da brennt's. Siehst du das? Riechst du das, Mia? Was meinst du? Oh mein Gott, es riecht nach Rauch. Oh mein Gott. Der 5. Stock. Es brennt. Was sagst du da? Wir haben die Station gerade in Betrieb genommen. Alles lief super. Dann gab es einen lauten Knall. Funken flogen durch die Luft. Der ganze alte Schrott da oben hat Feuer gefangen. Wir müssen hier schnell raus. Wo ist Karl? Er ist immer noch oben. Wir versuchen gerade, die Leute da rauszuholen. Mia, ich gehe hoch. Ich muss nach Karl sehen. Soll ich mitkommen? Bleib du hier. Kümmere du dich darum, dass die Station evakuiert wird. Okay, ich schaff das. Ich habe genau den richtigen Moment erwischt, um auf Toilette zu gehen. Oh mein Gott. René, hilf mir ja bitte. Na klar, wir sehen uns gleich. Ach du meine Güte. Okay, Aufzug sollte ich nicht nehmen. Das ist kein guter Aufzug-Moment. Wo kommt der Rauch her, wenn hier keiner ist im Flur? Ja, das ist ein sehr schönes Emote. This is fine. Natürlich, das ist jetzt hinter mir. Das war ja so klar. Aber ja, du hast vollkommen recht, Jess. Karl, bist du hier irgendwo? Ich sehe aus, als würde ich brennen. Hier drüben, schnell, wir brauchen Hilfe. Oh Gott, die Idee war ja gut, die Umsetzung halt dann jetzt nicht, ne? Das Bett klemmt, pack mal mit an. Okay. Ein Klassiker, yes, yes. Mein This is fine Emote. That escalated quickly, könnte man diesen Stream auch nennen. Das ist fast schief gegangen. Danke, Finley. Was machen wir jetzt? Wir müssen das Feuer löschen. Zuerst bringen wir die Leute hier raus. Es gibt einen Plan für sowas. Wir evakuieren alle in die Turnhalle der Schule. Ach, das ist ja da unten. Oh, das ist aber ein langer Weg. Dort machen wir dann weiter, bis der Brand gelöscht ist. Wir melden uns bei den Krankenhäusern in der Nähe. Und werden die Leute so schnell, wenn es geht, daraus verteilen. Bis dahin machen wir weiter. Also alle raus? Alle raus. Wir können die Aufzüge nicht benutzen. Wir müssen die Leute also nach unten tragen. Benjamin und ich übernehmen das Treppenhaus. Geh du nach unten und nimm die Betten entgegen. Dimo und Archie werden schon am Vordereingang warten. Bring die Betten bitte nach vorne. Was ist mit den anderen Stationen? Dort wird gerade dasselbe passieren. Meinst du, Dr. Kokowski und Mia kommen klar? Ja, wir werden sie gleich unterstützen. Die Station hier oben war zum Glück noch nicht voll belegt. Okay, los jetzt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh mein Gott, okay. Hi, wollen wir mal ein ruhiges Gespräch führen? Jetzt so? Nein, okay. Geh ins Erdgeschoss, Finley. Wir tragen die Leute runter. Ihr müsst sie dann schnell hier rausbringen. Okay, okay. Ja, ist schon sehr rot alles hier. Was mit dir? Wie sieht es oben aus? Benjamin und Carla evakuieren die Leute in den Betten. Sehr gut, wir sind auch dabei. Wir brauchen unten noch Leute, die beim Transportieren helfen. Bin schon unterwegs. Aber ich habe noch Zeit zum Quatschen, ne? Also... Das ist schon interessant. Mia, geht's dir gut? Ja, alles okay, der Rauch ist echt übel. Die 5. Etage steht in Flammen. Wir müssen die Leute hier schnell rausbekommen. Sandra und ich organisieren gerade die Evakuierung unserer Stationen. Wir bringen die Leute nach unten. Ich helfe sie zum Haupteingang zu schieben. Sehr gut. Bitte pass auf dich auf, Finley. Du auch. Wir sehen uns gleich. Gott, das ist so dramatisch. Es brennt, aber easy. Erstmal mit jedem unterhalten. Ja. Warum geht das überhaupt?
Wir haben fast alle evakuiert. Unten wird aber noch dringend Hilfe benötigt. Wie oft wollt ihr mir sagen, dass ich nach unten gehen soll? Ich kann das nicht glauben. Wie konnte das passieren? Ja, es ist halt viel schief gelaufen, ne? Bin ich überhaupt richtig? Muss ich nicht ins... Ist 00 Erdgeschoss? Ja, ich glaube schon, ne? Oh mein Gott! Ach du Heilige! Ach du meine Güte! Ich bin sehr gestresst. Ja? Gute Emotes ausgewählt? Muss ich das jetzt mit allen Betten machen? Wie anstrengend. Vor allem, wenn unten... Hallo, könnt ihr nicht auch mal Betten mitnehmen, Leute? Wenn ihr eh dahin rennt. Egal, ob das Spiel noch weitergeht oder am Ende ist, Porcupine ist definitiv gefallen. Zumindest mindestens dieses Krankenhaus. Aber ja, klar, irgendwer muss sich halt drum kümmern, ne? Irgendwer muss sich um die Leute kümmern, die nicht alleine laufen können. Waren das dann alle Betten? Es wird immer heller, es wird immer greller. Noch mehr Betten? Sag mal, ich will hier auch gern noch lebend raus. Da ist noch ein Bett. Das war's dann aber hoffentlich, oder? Ich weiß auch nicht, ob ich zu lange brauchen kann. Ach, Hauptsache nochmal Fußball spielen. Wichtig. Okay, das letzte Bett. Oi. Das war übrigens der Spoiler, den ich leider in einem YouTube-Thumbnail gesehen habe, dass das Krankenhaus brennt. Ich wusste halt nicht, zu welchem Zeitpunkt oder so. Aber das war so ziemlich der einzige Spoiler, den ich gesehen habe, glaube ich. Oh ne, einmal habe ich noch beim Raiden habe ich gesehen, wie Theater gespielt wurde. Das hatten wir ja jetzt auch schon. Ich glaube, das waren die einzigen Spoiler, die ich von Fall of Porcupine mitbekommen habe. So, haben wir es jetzt endlich geschafft? Nee, ich darf immer noch nicht raus. Was muss ich denn noch tun? Finley, Sie sind ja immer noch hier. Gehen Sie endlich. Nehmen Sie den nächsten Transport zur Turnhalle. Der Rest der Belegschaft ist schon unterwegs. Sie werden dort sicher gebraucht. Soll ich nicht nochmal durch das Krankenhaus gehen? Vielleicht haben wir noch Leute übersehen. Ich war bereits auf vielen Stationen. Vielen? Wie wär's mit allen? Ich gehe noch eine letzte Runde durch das Erdgeschoss und komme danach. Ich begleite Sie. Sie haben das gut gemacht. Besser, als ich es könnte. Mir wird schon nichts passieren. Ich halte mich immer an meinem Stethoskop fest. Fahren Sie nun. Okay. Und danke, Finley. Okidoki. Heftig. Boah. Oh Gott. Hilfe. Ich mach's für euch mal wesentlich leiser. Ich kann immerhin ans Handy. Ja, schön. Ich schaue in die Benachrichtigung, jemand hat mir eine finanziell fragwürdige Entscheidung, einen Gift abgegeben. Ja, das ist doch schön. Da ist jetzt ein Apfel vor deinem Namen und meine schönen Emotes. Kannst die wundervolle Toilette benutzen. Ganz wichtig. Und sehr beliebt. Eieiei. Los, rein mit dir. Die anderen brauchen dich. Okay, ich will trotzdem noch gucken, was hier außen so los ist. Maggie ist hoffentlich... Ja, wird schon keiner hier sein. Yes! Ganz viele Toiletten. Ja, genau.
bin sehr gespannt, welche Errungenschaften ich am Ende nicht geschafft habe. Finley, da sind sie ja. Wir können jetzt jede helfende Hand gebrauchen. Los, versorgen Sie die Erkrankten so gut es geht. Ich heile die Teams und werde damit helfen. Worauf warten Sie? Zeigen Sie, dass Sie, was Sie können. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh, ich hab so Gänsehaut. Oh, nee. Ich hasse dieses Spiel. Auch im Notfall. Dieses Minigame trollt einfach. Sag mal, ich hab da jetzt keine Hand mehr übrig. Okay, noch ein Notfall. Ach du meine Güte. Ach nö, nicht das. Aber ich habe ja geübt. Ja, gut geübt, ne? Im Endeffekt, ich habe gerade keine Noten, weil es einfach gerade egal ist. Ich höre den nächsten Notfall. Oh mein Gott, wie ich einfach jetzt erst merke, dass die Symbole auf der linken oder rechten Seite sind, wie sie auch auf dem Controller angeordnet sind. Das ist schon smart. Oh, einmal Finger gebrochen. Aber geschafft. Wie sieht das Spiel aus? Ich habe halt keine Ahnung, wo ist X, wo ist Y. Wenn es ruhig ist, kann ich mich wenigstens noch darauf konzentrieren. Aber wenn zu viel nacheinander kommt, dann halt auch nicht mehr, ne? Ist mir doch egal, wo X und wo Y sind. Ich kann ja gut damit spielen, aber halt nicht so Minigames. Eieieiei, das ist ja echt eine krasse Katastrophe hier. Again. Eieiei, der Controller reagiert aber auch nicht, also ist eh der neue, aber der reagiert nicht so richtig. Ich glaube es aber, es liegt am Minispiel. Finley, lassen Sie es. Dr. Kokowski, gut, dass Sie da sind. Der Patient geht es, dem Patienten geht es sehr schlecht. Sie können ihr nicht mehr helfen. Aber sehen Sie nicht, die Frau stirbt bereits. Aber ich kann. Sie können mir helfen. Ich brauche Sie vorne dringend. Kommen Sie mit schnell. Oh, ich möchte nicht in der Haut stecken, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Wem man in so einer Situation hilft und wem nicht. Ich bin ja froh, dass es Menschen gibt, die diese Entscheidung treffen, aber ich will's nicht. Tagesanbruch, überstehe die Nacht. Jetzt verstehe ich auch diese Errungenschaft, weil Nachtdienst hatten wir ja schon mehrfach, aber überstehe die Nacht. Spielsound ist sehr laut. Warum? Boah, ich glaube ich nicht. Ich hatte ja leiser gemacht. Weil ihr hört fast gar nicht sogar. Das wäre doch jetzt eigentlich ein guter Punkt für Credits, oder?
Da, ich meine, wie soll es noch weitergehen? Ja, krass. Ja, das Krankenhaus ist nicht mehr. Oh, ich habe so krass Gänsehaut. Ist jetzt nicht der Startbildschirm wieder, oder? Aber stimmt, es ist die gleiche Sicht. Krass, volle Porcupine, dedicated to the people who work healthcare. Gerichtet an die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. What, die Musik ist so laut. Danke für die Herzen. Wir haben es geschafft. Ja, da kann man jetzt wirklich nicht von einem schönen Ende reden. Aber trotzdem noch von einem schönen Spiel. Und ja, ist schon kritisch dem Gesundheitswesen gegenüber. Am Anfang hat man es nicht so gemerkt. Und nicht nur dem Gesundheitswesen gegenüber, sondern ja zum Beispiel allen Missständen. Es gibt ja zum Beispiel auch die obdachlose Person. Und trotzdem ist es kein durchgängig trauriges Spiel. Es ist trotzdem sehr schön und teilweise auch sehr wholesome. Ich meine, das Theater, das Winterfest. Die ganz normale Arbeit, so, es war schon alles recht schön. Ah, sogar Research und Interviews gemacht, wie cool. Die Musik ist auf jeden Fall immer noch mega, mega, mega schön. Oh! Ah, ich habe Titz gerade neu gestartet, nicht wundern. Der Herr Heidrich wurde festgenommen. Von einem Polizisten. Das hat er verdient. Und Pina hat Finn eine neue Pflanze geschenkt. Na, oh, wie schön. Die Alte hat es ja leider nicht geschafft. Ah, ich bin so froh, dass ein Ensemble das sich zu Herzen genommen hat, das Spiel. Die beiden aus dem Krankenhaus, die wieder irgendwelche Wetten machen und dabei ihre Gesundheit gefährden. Es gab schon echt coole Charaktere hier. Oh, Gilbert? Er heißt nicht Gilbert, er arbeitet im Gilberts, aber... besucht seine seine Mutter am Friedhof. Ensemble hat total viele Leute, die da arbeiten. War mir gar nicht klar. Ensemble wahrscheinlich, nicht Ensemble, Entschuldigung. Danke für die Korrektur. Ja, ist ein deutsches Spiel, falls ihr das noch nicht wusstet. Tatsächlich. Großen Dank an alle anonymen Interviewpartner für ihre Ehrlichkeit und ihre Geschichten. Fall of Porcupine. Ja, krass. Wir haben es echt durchgespielt. Oh mein Gott. Ich habe sau lange dafür gebraucht. Oh, was ist jetzt noch? Pina? Oh mein Gott, nein! Der Chefarzt ist verstorben.
Und das ist die Holzpuppe von ihm und sie hat ihm gerade ein Stethoskop umgelegt. Also hat es leider nicht rausgeschafft aus dem Krankenhaus. Oh, wie sad. Oh, das ist schon traurig. Aber Finley lebt, also ist okay. Okay, krass. Krasses Spiel. Eigentlich von meinem Content her ein bisschen zu krass, ein bisschen zu wenig entspannend. Aber war trotzdem eine schöne Reise. Ich habe tatsächlich 16 Stunden gebraucht. Wobei so ein, zwei Stunden waren ja dass ich nicht weiterkam bei dem Spiel. Aber was ich mich halt ein bisschen wundere, ich gucke ja immer bei How Long to Beat, wie lang die Spiele so sind. Und da ist so eine absurd niedrige Zahl angegeben. Ach so, nee, wobei, na, Main Story 7,5 Stunden. Warum habe ich 16 Stunden gebraucht? Aber Completion ist 18 Stunden, aber ich werde jetzt wahrscheinlich länger als 2 Stunden nochmal brauchen. Also es, die Angabe verstehe ich nicht so. Ich meine, klar, es liest nicht jeder vor. Ich glaube, das zockt noch ein bisschen was an Zeit. Aber trotzdem, krass. Da ergibt der Name Fall of Porcupine ja Sinn. Ja, das ist wahr. Das war ja ganz am Anfang meine Vermutung, dass der Titel zweideutig ist. Und Porcupine ist wirklich gefallen, ja, definitiv. Schön. 20% der Spieler haben die Errungenschaft mit dem Tagesanbruch, also Spiel beenden quasi. Ich habe 11 von 19 Errungenschaften. Okay, das heißt, mir fehlen 8. Welche fehlen mir? Zweite Dusche. Wasche die Farbe aus dem Gesicht. Das habe ich nicht gemacht, das ist richtig. Nimm es von den Reichen. Verschenke die gestohlenen Lebensmittel. Das war nicht. Das war gar nicht. Wie habe ich denn das verpasst? Ich bin verwirrt. Historiker von Porcupine, lerne die Geschichte von Porcupine. Ich glaube, das ist... Was ist denn auf dem Bild? Oh, das ist die Statue. Aber wir haben doch mit jeder Statue immer geredet. Warum habe ich die Errungenschaft nicht? Drinks und Spiele. Spiele des Boxbrettspiels. Hab ich auch nicht. Weiß nicht, wann das gewesen sein soll. Mache eine Schneeballschlacht mit Karl. Was soll denn, wann soll denn das gewesen sein? Was? Oh, halte den Tennisball für 5 Sekunden in der Luft. Das ist eine Errungenschaft. Gibt es deswegen überall Tennisbälle? Okay, okay, witzig. Prinzessin Insomnia, bringe Emma ihr Buch zurück. What the hell? Was? Was habe ich denn alles verpasst in diesem Spiel? Krankenhauskrimi. Höre der unbekannten Stimme zu. What the fuck? Warum habe ich das alles nicht? Also, das Gute ist, es haben sehr viele Leute alle nicht. Krankenhauskrimi haben nur 1,8%. Prinzessin Insomnia nur 2,5%. Aber wann soll denn das alles gewesen sein? Ich denke, ich werde es so machen, dass ich mich mal erkundige, wann diese ganzen Errungenschaften stattfinden und wie man die, also wir spielen quasi einmal komplett nochmal neu im Stream. Ich lese nur nicht alles vor und wir spielen dann nochmal und holen die letzten Errungenschaften und ich versuche es in einem zweiten Durchgang quasi zu schaffen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Wir haben nur 58% bei 11 von 19. Achso, ja, klar, okay. Ja, das macht Sinn. Doch, doch. Mimi, was habe ich denn alles verpasst in diesem Spiel? Die Errungenschaften? Ja, volle Kanne. Da ist einfach noch ein zweites Spiel in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. I don't know. Also ja, ich würde mal sagen, ich gucke mir das wirklich einfach mal in Ruhe an. Und dann spielen wir nochmal einen Stream. Und dann hoffe ich mal, dass ich das in 2-3 Stunden
beenden kann. Ja, aber schönes Spiel. Ich bin sehr froh, dass wir es gespielt haben. Vielen herzlichen Dank nochmal an Assemble für den Key. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und vielleicht noch ein bisschen was Lehrreiches mitgenommen, was die Missstände so angeht. Und ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber gute Umsetzung.